Das Sally House von Dan Farrar, basiert auf einer wahren Begebenheit. Der Verlobungsring ist nicht wirklich prunkvoll, einfaches Sterling-Silber ohne Stein. Dennoch das Gefühl, das er mir verleiht, als Adam ihn mir ansteckt, ist überwältigend. Wir stehen auf der Veranda vor unserem neuen Haus, das Adam ganz allein für uns gekauft hat. Beklatscht und beglückwünscht von meinen und seinen Eltern, meiner Schwester Natalie und Adams bestem Freund Nathan. Ich strahle über diesen innigen Moment, der sich tief in meinem Geist festsetzen soll. Ich bin so eingenommen von dem Glück, meinem zukünftigen Mann, unserem gemeinsamen Haus, in dem wir leben werden, und den Hormonen, die mich überfluten, dass ich mir die Freudentränen aus den Augen wischen muss. Ich bin Nancy, im 8. Monat schwanger und die freudestrahlendste Frau der Welt. Zu 8 begehen wir das kleine Haus, das Adam in Kansas, nur eine halbe Stunde von meiner Familie entfernt, gekauft hatte, um uns ein schönes, einfaches Familienleben zu gewährleisten. Adam zeigt uns das Haus, führt uns durch alle Zimmer und die Treppe nach oben. Ich hatte mit meiner Mom noch kurz in der Küche gesprochen, als wir die anderen nach oben gehen sehen. Wir schließen uns an. Mom dreht sich zu mir und ich lächle. Einen Augenblick später drehe ich mich um, um zu schauen, wer hinter mir läuft. Doch da ist niemand. Ich bin die Letzte. Komisch. Ich hätte schwören können, jemand hat meinen Rücken gestützt. Die Treppe ist in U-Form gewinkelt und oben auf der Empore vor dem Schlafzimmer ist ein Fenster, in dem sich die weißen, leichten Gardinen durch den Luftzug ein wenig bewegen. Das Schlafzimmer ist groß, hell und geräumig. Die Kinderzimmer sind wirklich gemütlich. Eins ist in rosa und das andere in blau gestrichen. Ich muss schmunzeln und schaue Adam vertraut an. Wir hatten uns das Geschlecht unseres Babys nicht sagen lassen. Es soll für uns beide eine Überraschung sein. Adam wünscht sich einen Jungen und ich mir ein Mädchen. Mit dem Zimmern hat er für beide Fälle vorgesorgt. Ich gehe zu meinem zukünftigen Mann und schließe ihn fest in die Arme. Mein Vater steht mit Adams Dad vor dem Schlafzimmer und notiert sich auf einem Zettel, welche Reparaturarbeiten an dem Haus noch zu erledigen sind. Das Treppengeländer setzen die Männer ganz oben auf die Liste, darunter die laufende WC-Spülung und das flackernde Licht in der Besenkammer. Adams Dad versucht, die Glühbirne ein paar Mal ein- und auszuschrauben, doch es verändert sich nicht. »Es muss an der Stromzufuhr liegen«, stellt er fest. »Wir gehen gemeinsam nach unten. Kannst du das Fenster bitte noch schließen, Schatz?« rufe ich zu Adam, der oben auf dem Treppensims steht. Das hatte ich ganz vergessen. Adam schaut zum Fenster, doch es ist zu, fest verschlossen. Achselzuckend folgt er den anderen in Richtung Erdgeschoss. Im Keller finden wir neben der Ölheizung einen alten Holzofen. Mein Vater inspiziert diesen gleich, ob er noch in Betrieb genommen werden kann. Mich interessiert das nicht wirklich. In der Ecke steht ein Käfig mit Platz für einen etwas größeren Hund und ein Stuhl steht davor. Ein, zwei Sekunden hängt meine Aufmerksamkeit daran fest, als ich spüre, wie meine Mutter mich am rechten Ärmel die Stufen hinaufzieht. »Das sollen die Männer machen«, sagt sie. Und ich gehe ihr hinterher. Eine halbe Stunde später stehen wir draußen an den Autos. Adam sperrt die Tür zu unserem neuen Haus ab und ich verabschiede mich von Adams und meiner Familie und Nathan. Adam kommt auf uns zu, da erhasche ich aus dem Augenwinkel, wie die Gardine des Treppenfensters zur Seite weht. »Oh Adam, ich hab dir doch gesagt, du sollst das Fenster schließen.« Ich deute nach oben und buffe ihm leicht in die Seite. »Es war zu«, sagt er, und ich nehme ihm den Schlüssel ab, gehe kopfschütteln in das Haus und die Treppe hinauf. Die Tür fällt ins Schloss. Das sollten sich die beiden Opas auch auf ihre Liste schreiben. Ich wende meinen Blick wieder nach vorne und im Bruchteil einer Sekunde sehe ich einen hellen Schatten bei dem Gardinen. Im nächsten Blinzeln ist er auch schon wieder weg. Ich überprüfe das Fenster, es ist wirklich geschlossen. Ich fahre mit den Händen über die Rahmen und fühle auch keinen Luftzug. Seltsam. Ich gehe hinunter und raus. Mit einem kräftigen Ruck ist die Haustür auf. Und ich zucke mit den Schultern und mache ein ahnungsloses Gesicht, während ich auf meinen grinsenden Verlobten zugehe. Wir setzen uns in die Autos und fahren los. Im Rückspiegel der Beifahrerseite sehe ich, wie die Gardinen sich wieder leicht bewegen
Und jetzt, das erste Mal in meinem Leben, keimt ein Gefühl des Unbehagens, so klein wie ein Sandkorn, ganz hinten in meinem Verstand auf. Es ist winzig, doch der Funke ist da. 3 Monate später. Seit knapp 4 Wochen leben wir in unserem eigenen kleinen Haus in Kansas. Es ist wirklich schön, auch wenn es mit dem Baby etwas stressig ist. Die kleine Amy ist ein wundervolles Baby. Ich habe sie vorhin in ihrem Zimmer gestillt. Den alten Schaukelstuhl haben wir auf einem Second-Hand-Markt gefunden und ich habe mich sofort darin verliebt. Er knarrt leise, wenn ich mit Amy darin sitze und sie sanft wiegend füttere. Sie schläft dann immer schnell ein, so wie auch vor einer halben Stunde. Ich bin in die Waschküche gegangen und habe angefangen, die Wäsche zusammenzulegen. Ich bin in einem kleinen Raum gleich hinter unserer Küche. Und als ich fertig bin, gehe ich die 2 Stufen hoch und finde Adam, der bei einer Tasse Kaffee an unserem Holztisch sitzt und mich erschrocken mit weit aufgerissenen Augen anstarrt. Lächelnd frage ich ihn, ob ich ihn erschreckt habe. Doch ich sehe die Panik in meinem Mann aufsteigen. Er blinzelt 2-mal und schaut zum Babyfon, das vor ihm in der Mitte des Küchentisches steht. »Wenn du hier bist, wer singt dann Amy Schlaflieder vor?« Im nächsten Moment ist er auch schon aufgesprungen und hastet die Treppe hinauf in den 1. Stock. Ich folge ihm. Die Handtücher, die ich in der Hand hatte, habe ich vor Schreck auf den Boden fallen lassen und rase die Treppe nach oben meinem Mann hinterher. Im Kinderzimmer angekommen, empfängt mich eine mollige Wärme. Der Schaukelstuhl bewegt sich noch leicht. Und in der Mitte des Raums, auf dem Fußboden, sind alle Kuscheltiere von Amy in einem Kreis aufgesetzt. Ich frage Adam, ob er das war. Doch an seiner panischen Reaktion erkenne ich, dass er keine Ahnung hat, was hier geschehen ist. In einem Affekt reißt er die friedlich schlafende Amy aus dem Bett. Diese beginnt sofort zu weinen. Ich nehme ihm das Baby ab und tröste meine Tochter. Adam und ich streiten uns. Er ist ungehalten, weil er nicht weiß, was hier passiert ist, und ich bin sauer, weil er Amy geweckt hatte. Ich tröste meine Tochter und lege sie kurz später wieder in ihr Bett. Ich räume die Kuscheltiere zurück an ihre Plätze und stehe noch etwas am Fuß des Bettes meiner Tochter. Der Stuhl beginnt zu wippen, nur ganz leicht. Im ersten Moment durchfährt mich ein Schauer, doch macht mir die Situation keine Angst. Ich habe keine Erfahrung mit Geistern oder dem Übernatürlichen, aber Angst macht es mir nicht. »Hallo«, sage ich leise und frage, ob jemand da ist. Ich bekomme keine Antwort. Ich gehe aus dem Zimmer und oben an dem Treppengeländer höre ich, wie Adam mit Nathan telefoniert, der gerade mal 2 Häuser weiter wohnt. Ich rufe meinen Mann, aber er reagiert nicht auf mich. Mit einer Hand halte ich mich an dem Treppengeländer fest und beuge mich leicht nach vorne. Ich kann ihn telefonieren hören. Das Geländer ist fest. Fast alles in diesem Haus hatten unsere Väter und Adam repariert. Nur das Licht in der Besenkammer wollte sich nicht verbessern lassen. Unter dem Türspalt kann ich das Licht erspähen, das immer wieder an- und ausgeht. Ich drehe mich um und gehe zurück in das Zimmer meiner Tochter. In der Drehung und dem 1. Schritt stoppe ich. Alle Kuscheltiere sitzen wieder im Kreis auf dem Boden. Diesmal alle mit den Köpfen mir zugewandt. Jetzt bekomme ich doch ein wenig Angst. Ich räume sie gleich darauf wieder weg. Ich will es Adam nicht sagen, er ist sowieso schon außer sich. Ich bleibe im Zimmer meiner Tochter stehen, es klopft an der Haustür. Nathan scheint schon gekommen zu sein. Ich gehe an das Geländer und runter zu schauen und Adam macht die Haustür auf. Sie kommen beide die Treppen hinauf. Adam erklärt Nathan noch einmal den Vorfall, dann gehen sie hinter mir in Amys Zimmer. »Hattest du die nicht vorhin weggeräumt?«, fragt Adam. Ich spähe vorsichtig um die Tür. Die Stofftiere sitzen wieder im Kreis. Diesmal ist der Kreis enger und alle sitzen Rücken an Rücken. Ein 3. Mal räume ich die Kuscheltiere weg. Adam geht mit Nathan nach unten und ich folge ihm. Mit Amy auf dem Arm. Komisch ist das Ganze schon. Ich packe meine Tochter in ein Tragetuch und mache den Männern einen frischen Kaffee. Adam redet sich immer mehr in Rage, weil Nathan ihn nicht wirklich zu glauben scheint. Ich berühre meinen Mann am Oberarm, um ihn zu beruhigen. So wütend habe ich ihn noch nie gesehen. Er schreit mich an.
steht so schnell von seinem Stuhl auf und dieser fällt laut polternd auf den glatten Fliesenboden. Amy beginnt zu weinen. Im nächsten Moment krümmt sich Adam nach vorn und ächzt vor Schmerzen. Ich bin gleich bei ihm und auch Nathan steht auf und geht um den Tisch. Adam stöhnt und zieht mit der linken Hand sein Shirt nach oben, um nachzusehen, was ihn dort so schmerzt. Ein 30 Zentimeter langer blutiger Kratzer hat sich auf Adams Bauch gebildet. »Was ist passiert?« frage ich ihn und bemerke selbst, dass auch meine Stimme jetzt panisch klingt. »Ich weiß es nicht«, gibt Adam zur Antwort, hebt den Stuhl auf und lässt sich dort hineinfallen. Nathan reicht ihm ein feuchtes Tuch, womit er den Kratzer behandeln kann, und ich gehe zum Medizinschrank, um etwas Salbe für Adam zu holen. Sanft wiege ich meine Tochter dabei. Das beruhigt nicht nur sie, sondern auch mich. Ich versorge meinen Mann mit der Salbe. Ihr solltet die Vorbesitzer anrufen, ob sie euch irgendetwas dazu sagen können. Vielleicht solltet ihr zusätzlich ein Medium kontaktieren, sagt Nathan. Und Adam ist damit ganz und gar nicht einverstanden. Wieder scheint die Wut in ihm aufzuwallen. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch und gibt Nathan zu verstehen, dass er das für Quatsch hält. Kurz darauf werden wir alle Zeuge, wie die nächste Schramme von Geisterhand auf Adams Unterarm sichtbar wird. Wieder stöhnt er auf, fast sogleich mit seiner anderen Hand darauf, doch ich bemerke, wie die Farbe aus dem Gesicht meines Mannes weicht und er sehr blass wird. »Bringen wir ihn ins Bett«, sagt Nathan und hilft seinem Freund auf und begleitet ihn nach oben. Adam sagt, dass er weiche Knie hat und ich bleibe unten auf dem Treppensims stehen und beobachte, wie die Männer nach oben gehen. Ich atme einmal tief durch. Dann stelle ich meinen Fuß auf die erste Stufe, um den beiden zu folgen. Etwas hält mich am Arm zurück. Ich sehe hin, doch dort ist nichts. Ich fasse auf meinen eigenen Arm und beginne, ihn zu streicheln. »Es ist alles gut«, sage ich ins Leere hinein. 2 Stunden später ist alles ruhig im Haus. Nachdem Adam erschöpft eingeschlafen war, ist Nathan gegangen. Nicht, um mir mit Nachdruck zu versichern, dass er nur einen anruft, weit weg ist und dass ich morgen jemand kontaktieren solle. Ich verabschiedete ihn und ging nach oben in Amys Zimmer. Ich wickelte mein Baby und machte sie fertig für die Nacht. Sie schläft ruhig und friedlich. Ich sitze neben ihr im Schaukelstuhl. Das Mobile über ihrem Bett bewegt sich sanft und ich schaue zu, wie die Kuscheltiere durch die Gegend getragen und von einem unsichtbaren Wesen in den bekannten Kreis gesetzt werden. Die größeren von ihnen schauen zum Bett, während die kleineren den Blick auf die offene Tür gerichtet haben. Ich habe keine Angst vor dem unbekannten Wesen. Irgendwie scheint es uns beschützen zu wollen. Am nächsten Tag kommt meine Schwester zu Besuch. Adam ist heute Morgen sehr früh zur Arbeit gefahren. Er hatte sich den ganzen Tag nicht gemeldet und ich glaube, er braucht etwas Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. Natalie hört mir aufmerksam zu. Sie hatte schon immer ein Faible für Geister. Mich hingegen hatte das nie interessiert. Ich habe das Gefühl, sie ist ein wenig neidisch, dass mir das passiert und nicht ihr. Wir gehen in Amys Zimmer und räumen die Kuscheltiere auf. Dann führe ich Natalie nach draußen und schließe die Tür. 2 Minuten später gehen wir wieder hinein und die Kuscheltiere sitzen fast wie zuvor auf dem Boden im Kreis. Diesmal alle wieder mit dem Blick zur Tür. Natalie schaut in Amys Schrank, unter das Kinderbettchen und in jede Ecke. Ich bin leicht amüsiert. Denn wirklich Platz, dass sich jemand hier verstecken könnte, gibt es nicht. Natalie wiederholt den Vorgang noch einmal. Doch als sie den braunen Stoffbären hochhebt, entkommt ihr ein kurzer, heller Schrei. »Etwas hat mich gekratzt«, sagt sie und schaut auf ihre Hand. Tatsächlich. Wie gestern bei Adam, doch kleiner und nicht sonderlich tief, hat sie einen Kratzer auf ihrer rechten Hand. Natalie lässt den Bären fallen und im selben Augenblick können wir beobachten, wie dieser wieder in Position gesetzt wird, in der er vorher war. Das ist jetzt ein wenig zu viel für Natalie. Sie kreischt einmal laut auf und verlässt in Panik den Raum. »Du musst das Haus sofort verlassen, Nancy! Komm mit mir!« In Panik rennt sie die Treppen nach unten. Doch ich gehe mit Bedacht. Mit Amy auf dem Arm und der kleinen unsichtbaren Präsenz neben mir, die ich jetzt sehr genau spüre, die Treppen hinunter. Fast habe ich das Gefühl, ich könnte ein Mädchen lachen hören. Natalie reißt die Haustür auf. »Komm, Nancy!« ruft sie noch einmal. Doch ich schüttle nur den Kopf. Wo soll ich denn hingehen? Ich werde hierbleiben und Abendessen kochen, denke ich.
Ich schüttle meinen Kopf und sage Natalie, dass sie sich nicht so anstellen soll. Ich gehe in die Küche und sehe aus dem Augenwinkel, dass meine Schwester mir widerwillig folgt. Kaum hat sie sich hingesetzt, durchforstet sie das Internet mit der Suche nach einem Medium. Das hatte Nathan gestern auch schon vorgeschlagen, erinnere ich mich. Natalie telefoniert mit der Frau. Ihre Stimme klingt etwas schrill, so nehme ich ihr das Handy ab, um selbst mit dem Medium zu sprechen. Sie klingt sehr angenehm. Serafina Lewis ist ihr Name und wir machen einen Termin für diesen Freitag. Das ist in 4 Tagen. Genug Zeit, um Adam mit dem Gedanken zu vertrauen. Meine Schwester bleibt nicht mehr lange und Adam kommt sehr spät. So esse ich alleine, stelle Adams Portion warm und begebe mich nach oben. Wie gestern Abend sitze ich in meinem Stuhl, schaukle leise hin und her und beobachte das Spiel der Stofftiere. Langsam döse ich ein. Mitten in der Nacht werde ich wach. Ich schaue auf die Uhr, 3.33 Uhr. Der Flur ist extrem dunkel. Nur das Flackern des Lichtes aus der Besenkammer, das unter dem Türspalt hervorscheint, zieht seltsame Schatten durch den Korridor. Ich stehe von meinem Stuhl auf und schalte die kleine Nachttischlampe an. Die Stofftiere sitzen nicht mehr im Kreis. Sie sind in 2 Reihen aufgestellt, die großen vorne, die kleinen dahinter und schauen zum Ausgang. Ich versuche daran vorbeizugehen. Etwas an meinem Arm hält mich zurück. Mein Atem sehe ich in weißen Wölkchen. Es scheint am Ausgang 10 Grad weniger zu sein und auf meinen Armen bildet sich eine Gänsehaut. Ich tätschele die unsichtbare Hand auf meinem Arm und gehe trotzdem aus dem Zimmer. Etwas scheint mit der Heizung nicht zu stimmen. Ich gehe die Treppen hinunter, um nach Adam zu sehen. Unten in der Küche brennt Licht. Im Haus ist es überall kalt, außer in Amys Zimmer. Ich frage meinen Mann, ob er mit mir ins Bett kommt, doch Adam schaut einfach nur ins Leere. Sein Gesicht ist fahl und sein Gesichtsausdruck abwesend. Ich fasse ihn an der Schulter an. »Adam«, sage ich, und er erschrickt aus seiner Trance. Ich werde ihm heute Nacht nichts mehr erzählen. Eine 30 Minuten später schläft er tief und fest. Ich friere und schleiche mich zurück in Amys Zimmer. Dort ist es angenehm warm und ich schlafe beschützt in meinem Schaukelstuhl ein. 2 Tage später bin ich mit Amy in die Stadt gefahren. Neben den alltäglichen Dingen, die wir brauchen, kaufe ich noch eine Puppe und einen neuen blauen Stoffbären. Diese sind für unseren kleinen Hausgeist. Auf der Fahrt nach Hause passieren wir einen Präsentladen. Etwas zieht mich magisch dorthin und ich finde eine kleine Glocke. Sie ist rot und ihr Klingeln ganz hell. Ich kaufe sie. Dann setzen wir unseren Weg fort und als ich in die Einfahrt biege, sehe ich, wie sich die Gardine am Treppenfenster bewegt. Ich winke fröhlich hinauf. Beim Abendessen teile ich Adam mit, dass morgen Serafina kommt und er früher aus dem Büro kommen soll. Adam nickt nur. In letzter Zeit ist er immer schlecht gelaunt und abwesend. Ich lege ihm seine Tochter in den Arm. Seine Augen scheinen aufmerksamer zu werden und er lächelt sie an. Doch kurze Zeit später gibt er sie mir zurück und sein Blick verdunkelt sich wieder. Ich räume die Küche auf und bringe Amy nach oben. Adam steht in ihrem Zimmer. Er hält die neue Puppe hoch und fragt mich, ob Amy nicht noch zu jung für so ein Spielzeug ist. Ich erkläre ihm, dass die Puppe nicht für Amy ist, sondern für den Geist. Das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Adam schmeißt die Puppe auf den Boden. Wütend schreit er mich an und kommt stampfend auf mich zu. Ich bin erstarrt. So kenne ich meinen lieben Mann nicht. Bevor er bei mir ankommt, schreit er auf. Er fasst sich an den Rücken und noch einmal schreit er auf. »Adam!« In Panik hechte ich zu ihm. 2 tiefe Kratzer ziehen sich über seinen kompletten Rücken und einer davon blutet stark. »Und du kaufst diesem Ding noch Spielzeug? Wir ziehen hier aus. Pack deine Sachen, wir übernachten bei Nathan.« Die nächsten Peinigungen folgen. Ein Kratzer quer über die Brust und noch einer an Adams Rücken. »Hör auf, lass ihn!« schreie ich. Adam stürmt aus dem Zimmer. Er schreit mich an, ich solle ihm mit Amy folgen. Er will sein Mädchen hier raus haben, doch ich weigere mich. Adam ist in letzter Zeit immer so wütend und ungehalten. Wie angewurzelt bleibe ich stehen. Er ist die Stufen nach unten gerannt. Ich höre, wie Glas zerberst und laufe mit Amy auf dem Arm nach unten. Kreidebleich kommt Adam aus der Küche. »Ich habe nur einen Schluck Wasser trinken wollen. Als ich den Kühlschrank zugemacht habe, stand dort ein kleines Mädchen«, sagt Adam, und einer seiner nassen Socken verfärbt sich rot. Er scheint in die Scherben getreten zu sein.
Adam ruft mir noch nach, dass wir bei Nathan schlafen, doch ich bin wütend, traurig, erbost. Warum zeigt sie sich ihm? Warum nicht mir? Ich trete vor den Stofftierkreis und drücke Amy fest an mich. Ich sitze auf dem Stuhl und schaukele, Amy fest an meiner Brust. Ich spüre einen Griff um meinen Unterarm, der mich meine Umklammerung etwas lösen lässt. Ich sehe, wie die Kuscheltiere in Position gesetzt werden. Alle schauen mich an. Ich bin immer noch wütend und schimpfe leise mit dem Geist. Warum hast du dich Adam gezeigt? Ich bin diejenige, der du dich zeigen sollst. Besuch vom Medium. Am frühen Nachmittag um 2 Uhr klingelt es an der Tür. Ich habe Amy gerade zum Mittagsschlaf gelegt und Adam öffnet die Haustür. Eine sehr sympathische Lady mit einer kraftvollen Aura betritt unser Haus, lächelt freundlich und stellt sich uns als Serafina Lewis vor. Wir stellen uns ebenfalls mit Vornamen vor und Adam will im Nu beginnen, Serafina von den Begebenheiten im Haus zu berichten, doch diese hebt nur die Hand und winkt ab. Ich möchte mir zuerst ein unbefangenes Bild machen, sagt sie und beginnt von Raum zu Raum zu laufen. Adam und ich gehen hinter ihr her. Vor dem Treppenabsatz stoppt Serafina und schaut hinauf. Hi du, sagt sie in die Leere. Ich bin Serafina. Du kannst mit mir sprechen, wenn du magst. Wie heißt du? Adam und ich schauen uns beide an. Er zweifelnd und ich voller Begeisterung. Doch beide sehen wir nichts dort in der Richtung, in die Serafina spricht. Sally? Ist das dein Name? Sally? Hören wir sie sagen. Und mein Grinsen wird breiter, während Adam seine verheilenden Schrammen reibt. Darf ich zu dir hochkommen, Sally? Fragt sie und geht langsam die Stufen hinauf. Wieder folgen wir. Sie geht in Amys Zimmer und hockt sich neben die Stofftiere. Ich beobachte die Situation. Und als Adam hinter mir das Zimmer betritt, dreht sich Serafina schlagartig um und sagt, Stopp! Dich will sie hier nicht drinnen haben. Sie erklärt Adam und mir, dass Sally ein kleines Mädchen ist, etwa 9 oder 10 Jahre alt, und dass sie das Gefühl hat, sie müsste das Baby und mich beschützen. Der Schaukelstuhl fängt bedächtig an zu wippen und die Puppe darauf bewegt sich, als würde sie von jemandem hochgehoben und festgehalten werden. Eine schöne Puppe hast du da, Sally, spricht Serafina und fährt fort. Ja? Wirklich? Das ist aber nett. Sie dreht sich zu mir um und sagt, du hast dir die Puppe gekauft? Ich nicke. Und sie bestätigt mir, dass sich Sally sehr über das Spielzeug gefreut hat. Adam, der vor der Tür steht, bekundet, dass er sich Sorgen macht um mich und seine Tochter. Doch Serafina sagt ihm, dass er um uns beide keine Angst haben muss und fügt hinzu, nicht vor Sally. Sie lässt den Satz bedeutungsschwer in der Luft hängen, bevor sie aus dem Zimmer tritt und die Empore entlangläuft, bis in die Besenkammer. Sie öffnet die Tür und die kleine Lampe, die immer flackert, explodiert. Ein Stück Glas trifft Serafina an der Wange. Sie taumelt 1 Meter zurück, doch fängt sich. Noch einmal geht sie nach vorne, um genauer in die Kammer hineinzuschauen, dann sacken ihre Knie zusammen. »Ich muss runter, gib mir deine Hand«, sagt sie und hält sich an mir fest. Ich begleite Serafina die Treppen nach unten und langsam kommt sie wieder zu sich. Sally ist nicht euer größtes Problem. Es lebt noch mindestens 1 weitere Entität in diesem Haus und diese ist euch nicht gut gesonnen. Sie pausiert kurz und wir setzen uns ins Wohnzimmer auf die Couch. Bevor wir unsere Unterhaltung vertiefen, will Serafina den Rest des Hauses sehen und wir zeigen ihr die Vorratsräume und gehen danach mit ihr in den Keller. Die frische Farbe und das ansehnliche Antlitz von unserem Medium schwinden von Stufe zu Stufe mehr. Als diese den Stuhl und den Käfig sieht, die noch genauso dastehen wie bei unserer ersten Hausbegehung, wird dem Medium umfassend schlecht. Und sie verlässt auf dem Absatz kehrtmachend augenblicklich den Raum. Zurück im Wohnzimmer reiche ich Serafina ein Glas Wasser und sie berichtet uns, dass mindestens 3 Entitäten bei uns im Haus leben. Einmal Sally, der Geist des kleinen Mädchens, aber auch noch 2 weitere, bösere. Einer davon scheint ein Dämon zu sein, der in der Besenkammer lebt. Und der andere ist ein verbitterter Geist, der aber auch viel älter ist als Sally. Adam zeigt Serafina seine Kratzspuren und wir berichten, was sich in den letzten Wochen in dem Haus zugetragen hat. Serafina möchte einen weiteren Kollegen hinzuziehen und wir sind damit einverstanden. Eigentlich eher ich.
Adam wird die ganze Sache mehr und mehr unangenehm. Er hat Angst, was die Nachbarn denken könnten. Am Abend, nachdem das Medium gegangen ist, kommt Nathan vorbei. Vorbesitzer des Hauses hatten wir nicht ausmachen können, doch Nathan hatte im Archiv der Stadtbibliothek etwas über die Geschichte unseres Ortes und auch über das Haus gefunden, das im späten 18. Jahrhundert gebaut worden war. Der angesehene Arzt der damaligen Kleinstadt hatte das Haus bewohnt, mit seiner dunkelhäutigen Haushälterin. Nach einiger Zeit hatte es Gerede und Gerüchte gegeben, da die Haushälterin anscheinend auch seine Geliebte war. Rückblick. Kansas, 1852. Dr. James Valentine hatte seine letzten beiden Patienten für heute hinausgeschickt und geht die Stufen hinauf in das Zimmer seiner neunjährigen Tochter Sally. Das Mädchen liegt mit hohem Fieber und Schüttelfrost in ihrem Bett. Maria, ihre Mutter und James' heimliche Frau, legt ihr kühle Tücher auf den Kopf und die Waden. Er weiß, dass er nach dieser schweren Lungenentzündung dem Mädchen kaum mehr helfen kann. Die Augen von Maria sind blutunterlaufen und ihre dunkle Haut wirkt dennoch fahl. Viele Stunden war sie wachgelegen in den letzten Tagen und hatte um ihre Tochter gebetet. Doch Gott hatte ihre Gebete nicht erhört. Sie war es gewohnt gewesen, dass die Menschen auf der Straße sie abwertend anschauten. Doch zu Gott hatte sie stets eine Verbindung gehabt. Waren ihre eigenen Eltern noch Sklaven auf einer Farm gewesen, hatte sie in der aufkommenden Neuzeit schon ein paar Jahre Schule machen dürfen und im zarten Alter von 20 Jahren die Stelle in dem Haushalt von James bekommen. Beide verliebten sich unsterblich ineinander. Doch es war eine Liebe, die nie an die Öffentlichkeit gelangen durfte, auch wenn die Gerüchteküche brodelte. Sally war ihr einziges Kind und sie hielten sie im Haus versteckt. James unterrichtete sie nach seiner Arbeit und wenn Sally ungehorsam war oder nach draußen zu den anderen Kindern spielen gehen wollte, die sie durch das kleine Fenster am Treppenabsatz beobachtete, sperrte James sie in den Käfig im Keller ein. Er wusste sich nicht anders zu helfen. Wenn sein Geheimnis rausgekommen wäre, hätte er seine Lizenz und all sein Hab und Gut verloren. So war er eines Nachts, nachdem er Sally Gute-Nacht-Geschichten auf seinem Stuhl vor dem Käfig vorgelesen hatte, eingeschlafen. In dieser Nacht ist die Heizung ausgefallen und James ist vor eisiger Kälte um 3.33 Uhr aufgewacht. Das Mädchen, das nur leichte Kleidung trug, lag bibbernd in ihrem Kerker. James trug sie nach oben und deckte sie zu, doch sie hatte eine schwere Lungenentzündung davongetragen. Als Sally am Abend des 24. März 1852 ihren letzten Atemzug machte, schrie Maria ihre Verzweiflung hinaus. Sie war nicht mehr zu beruhigen, sie schrie und schrie. James hielt ihr erst den Mund zu, damit sie die Nachbarn nicht aufweckte. Doch irgendwann bemerkte er selbst seine Hände an ihrem Hals und er drückte. Immer weiter, immer fester zu. Marias Augen verschwanden in den Höhlen und selbst als das letzte Zucken ihrer Beine schon minutenlang her war, drückte James immer noch ihren Hals zu. Nachdem er eine Stunde lang neben seiner Familie geweint hatte, ging er zu dem Holzofen und schürte das Feuer. Mit einem Kuss auf die Stirn verabschiedete er sich zuerst von Sally und dann von Maria und verbrannte beide noch in dieser Nacht. Er saß auf seinem Stuhl, bis die letzten Funken erloschen waren und er durch das kleine Kellerfenster beobachten konnte, dass ein neuer Tag begonnen hatte. Er ging die Stufen hinauf, zog sich seinen Arztkittel an und arbeitete wie an allen Tagen zuvor. Niemals wurde eine Frage über den Verbleib der Haushälterin gestellt, und James liebte niemals wieder. Nathan, Adam und ich sitzen mit dem Baby auf der Couch im Wohnzimmer und gehen die alten Artikel durch. Rechts aus unserem Blickfeld sehen wir, wie die Puppe über den Boden gezogen wird und Nathan springt auf. Das ist der Moment, wo ich entscheide, mit den beiden Mädchen nach oben zu gehen. Amy muss eh gestillt werden und Sally wird mir schon folgen, so nehme ich an. Nach einer Weile, in der wir in dem Zimmer von Amy oder auch Sally verweilt haben, will ich hinuntergehen und verabschiede mich von beiden. Vor der Tür am Treppengeländer höre ich Adam mit Nathan sprechen. Ich will sie verletzen, Nathan, weißt du? Ich liebe Nancy so sehr, doch manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht ich zu sein. Ich will sie würgen, ich will sie verletzen, ich habe richtig schlechte Gedanken. Ein Streicheln meines Unterarms spüre ich. Und ich bin noch so geschockt von Adams Worten, als ich zu der Hand fasse und im Bruchteil einer Sekunde ein Mädchen sehe. Mit schwarzen, welligen Haaren, einer bräunlichen Haut und einem weißen Kleid.
die Puppe fest an sich gedrückt. Vor Verzweiflung und Glück gleichzeitig kommen mir die Tränen. Es war nur ein Augenblick, doch diesen werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen. Die nächsten Wochen waren ruhig. Ich hatte meinen Alltag gefunden. Adam schlief immer öfters bei Nathan. Wir fingen an, uns voneinander zu entfremden, doch das bedeutete mir noch nichts. Ich bemerke es kaum. Ich war glücklich mit Amy, die jetzt aufmerksam schaut und lacht, und ich beobachte, dass sie Sally sieht. Immer wieder geht ihr kleines Köpfchen zur rechten Seite des Betts, während ich doch auf der linken sitze, und sie lacht fröhlich. Mit Serafina habe ich ein paar Mal telefoniert. Sie werden am Dienstag kommen. Da wird Adam auch da sein, hoffe ich. Wir hatten es auf jeden Fall so besprochen. In meinem Schlafzimmer schlafe ich schon lange nicht mehr. Sally gefällt es nicht, und die Kälte, die sich nachts durch unser Haus zieht, kann ich nur in dem Zimmer der Mädchen unbeschadet überstehen. Also bleibe ich hier, auf meinem Stuhl, bei meinen beiden Kindern. Nachdem ich gefrühstückt hatte und Amy gestillt, bemerke ich, dass sich die Gardine bewegt, und ich gehe zu Sally und sehe auf der Straße drei Autos parken. Ein weißhaariger Mann schaut mich eindringlich an. »Ist es schon Dienstag?«, frage ich mich selbst. Die Haustür wird aufgeschlossen und Adam kommt herein, gefolgt von einigen Menschen mit Kameras und Elektronik. Ich merke, dass es Sally nicht gefällt. Der weißhaarige Mann kommt auch hinein. Er wirkt sehr ruhig und stark. Hinter ihm folgt Serafina. Sie nimmt mich zur Seite und fragt, ob es mir gut geht. »Natürlich. Wieso sollte es auch nicht?« Serafina schaut mich besorgt an. Und nach ihrem eindringlichen Blick erhasche ich selbst mein Spiegelbild in einem Fotorahmen im Flur. Ich hatte vergessen, mich zu waschen, und meine Haare sehen wild aus. Wann ich das letzte Mal meine Kleidung gewechselt habe, weiß ich auch nicht mehr. Doch jetzt muss ich mich erst um meine beiden Mädchen kümmern. Es passt mir gar nicht, was hier in diesem Haus los ist. War es doch zuletzt eine angenehme Zeit. Adam kommt zu mir und nimmt mein Gesicht in seine Hände. Ich schaue ihn an und erinnere mich, dass ich diesen Mann einmal geliebt habe. Ein bisschen fremd ist mir sein Gesicht. Noch bevor ich den Gedanken zu Ende gedacht habe, krümmt er sich vor Schmerzen, und die beiden Männer mit den Kameras filmen, wie sich ein langer Kratzer auf seiner Brust bildet. »Ihr solltet wieder gehen«, sage ich leise zu Adam. Doch Serafina zieht mich am Arm, und der weißhaarige Mann steht unten an der Treppe und schaut hinauf. Ich höre, was er sagt. »Sally? Du heißt Sally?« Er geht ein paar Stufen hinauf. Ich will nicht, dass er sie sieht, und ich nicht. Ich folge ihm, doch als mein Fuß auf die erste Stufe stelle, wird der Mann gegen die Wand geschleudert. Trotzdem ich mir wünsche, er bricht hier ab, fängt er an, auf einmal wieder zu sprechen. »Maria? Ich habe verstanden, es ist gut, ich komme allein.« Er dreht sich zu uns um und bittet uns, unten zu bleiben. Er setzt seinen Weg nach oben fort. Ein Unbehagen schwallt in mir auf. Diese fremden Menschen in meinem Haus und dieser Mann. Ich mag ihn nicht. Zwischen Adam und Serafina auf der Couch sitzend finde ich mich wieder, Amy auf dem Arm. Beide reden abwechselnd auf mich ein. Ich kann nicht ein Wort greifen, das sie zu mir sagen. Ich beobachte die Kellertür. Ich werde wie magisch von ihr angezogen. Ich rechne meine Chancen aus, wie weit ich es schaffe, wenn ich jetzt einfach losspurte. Soll ich es versuchen? Ich spanne meine Muskeln an und ziehe die Fersen zurück. Adam scheint es zu bemerken, denn er legt einen Arm um mich. Im nächsten Moment kommt der Weißhaarige die Stufen hinunter und geht schnurstracks auf die Kellertür zu. Vorbei ist mein Moment. »Schaffen Sie sie hier raus«, ruft er Adam zu. Und Serafina und er packen mich rechts und links bei den Armen und schleifen mich aus meinem eigenen Haus. Ich höre mich selbst nach Sally schreien. Amy hatte mir Adam schon vor einer Weile abgenommen. Ich hatte es nicht bemerkt. Die offene Haustür hat etwas Gruseliges. Grau, milchiges Licht erscheint dahinter, und sie ziehen mich hinein in dieses Nichts. Ich stehe im Vorgarten und blicke auf das Haus. Es sieht dunkel und verschwommen aus. Mein Mann ist hier, und ich nehme ihn fest in meine Arme. »Hi«, sage ich, mit dem Gefühl, ihn schon eine ganze Zeit lang vermisst zu haben. Er hat unsere Tochter auf dem Arm. Adam bedeutet mir, mich in das Auto zu setzen, und gibt mir das Baby. Der weißhaarige Mann kommt mit den anderen aus dem Haus und spricht in die Kamera. Adam redet noch ein paar Worte mit ihm. Ich schaue meine kleine Tochter an.
Sally, mein Schatz, sage ich leise, kaum hörbar, und drehe mich noch einmal zu dem Fenster um, wo sich die Gardinen bewegen, und ich winke den Schatten zu mir. Ende.